Essen, so sagte man mir zu meinem 50. Geburtstag, sei der Sex des Alters. Vielleicht stelle ich deshalb so gerne Kochbücher vor. Diesmal kümmern wir uns um einen österreichischen Koch. Vitus Winkler ist nicht nur ein großartiger Koch, sondern auch eine originelle Persönlichkeit. Noch nicht mal 30 Jahre alt, gehört er zu den begnadetsten Köchen Österreichs und hat sich schon zwei Hauben erkocht. Winkler, der ständig an seiner Perfektion weiterarbeitet, hat das Kochen im elterlichen Familienbetrieb von St. Veit in Pongau gelernt. Seine Kenntnisse feilte er in etlichen Sterneküchen dieser Welt weiter aus. Seine Gerichte sind bodenständig und gehoben, unkompliziert und anspruchsvoll, raffiniert und traditionell, kurz gesagt, einfach delikat. Diese Meinung teilt auch Eckart Witzigmann in seinem Vorwort. In dem Buch Der Essensmann hat er rund 100 Rezepten seiner Lieblingsspeisen, Basics und Klassiker versammelt und zum Nachkochen aufbereitet. Zur Unterstützung finden sich bei jedem Rezept der Schwierigkeitsgrad, die Zeitdauer und eine Getränkeempfehlung. So steht einem gelungenen Schlemmermenü nichts mehr im Weg. Das Buch Der Essenmacher von Vitus Winkler erschien beim Verlag Anton Pustet.